Herzlich willkommen, Sebastian Thienle. Eigentlich bist du ein Physiker oder schier beinahe Physiker, aber du teilst irgendwie auch zum Philosophen, oder? Oh, danke. Aber ich glaube, inzwischen bin ich mehr Velosoph. Also in der Physik, glaube ich, würde ich fast gar nichts mehr hinkriegen. Ich glaube, dem Letz hat mich irgendjemand mal gefragt, warum eigentlich der Himmel blau ist. Und ich konnte es mal eigentlich ziemlich schön erklären. Und habe dann irgendwann nur noch rumgestammelt und gestottert und habe dann daheim dann doch nochmal nachgeguckt, warum eigentlich. Also Hawaii, man hat so einiges von dir im Vorfeld gelesen oder im Nachhinein hat man es gelesen, so was so in den Tagen vor dem Wettkampf in deinem Kopf rumgeschwirrt ist. Ist das wahr? Das heißt, oh, ich bin so schlecht, ich reise ab, ich kann gar nichts. Und dann am Tag vorher kam der Hebel. Ist der Fokus auf den Sport oder auf dieses Ereignis so groß? Ja, ich habe es ja gesagt, also muss ja wahr sein. ich glaube, Tag vorher war ein bisschen kurz, aber so die letzten 4-5 Tage war es dann eigentlich wirklich erst wieder so, dass ich mich bereit gefühlt habe für das Rennen. Erzähle ich euch nichts Neues, dass es halt ja, schon eine große Kopfsache ist. Und gerade in dem Rennen davor bei der 73-Weltmeisterschaft. Zweifacher Weltmeister und Titelverteidiger. Und in dem Jahr dann eben nicht mehr. da, sag ich mal, habe ich doch schon ganz schön Dresche bezogen in dem Rennen. Und ja, es ist eigentlich selten so, dass ich irgendwie auf dem Superman-Heft schlafe und jeden Morgen aufstehe und denke, ich bin der Größte, ich gewinne alle Rennen und so weiter. Eigentlich ist das meistens eher anders, sondern ich denke meistens immer, eigentlich, ich mache zu wenig, bin zu fett. Körperfettanteil, weißt du was? Ich wiege mich generell nicht. Ich mache ja auch keine Trainingsaufzeichnungen und so weiter, weil es alles so Sachen sind, die bei mir meistens eher ins Negative umschlagen, wie ins Positive. Und da der Kopf eben so eine große Rolle spielt, ist man dann schon erstmal relativ irritiert, weil ich sag mal, das ist eine meiner Stärken, ganz sicher, aber gleichzeitig kann es eben auch eine Schwäche sein. Und wenn man sich körperlich schwach fühlt, dann trainiert man halt und das wird dann schon, ja, aber wenn man halt, sag ich mal, mental so ein bisschen einen Durchhänger hat, dann ist es halt nicht ganz so leicht, ja. Man könnte sich dann einen Sportpsychologe einfliegen lassen und der tut dann irgendwie mal Hand auflegen, aber das... Das mal Schwabe nicht, oder? Nee. Das kostet schon Geld, zahlt passt nicht, glaube ich. Du musst wissen, mein Vater ist Psychologe und zwei von meinen Geschwistern zu studieren jetzt auch Psychologie, die wollen wahrscheinlich mich irgendwie verstehen lernen, warum ich sowas mache. Aber ja, klar, das war schon hart und dann... Muss man aus, ja, du hast gesagt, die letzten zwei Jahre, da bin ich als 73 Mitteldistanz-Weltmeister nach Kona angereist, war da wirklich auf Wolke 7 und dann geht alles von allein, man kommt an und alles ist schön auf der Insel und dieses Mal kommt man an und es ist heiß, der Asphalt ist viel zu hart und die Laufstrecken sind die gleichen wie immer, die da nicht gerade so besonders toll sind und ja, man fängt dann schon ein bisschen an der ganzen Sache und natürlich auch an sich zu zweifeln und das ist halt ein schlechter Zeitpunkt für Zweifel. Wobei, und da schauen wir jetzt einfach mal ein paar Bilder an, vielleicht gehen wir kurz etwas zur Seite, das Jahr 2014, das war ja schon ein großes Jahr für dich. Ja, gerüchteweise heißt es ja, du läufst so schnell, weil du in Nussdorf bei einem Halbmarathon mal der Tine nachlaufen wolltest. Stimmt das? Nee, ich musste weglaufen. So war das. In Kona ist es halt wirklich so, dass die meisten Leute am Rennen mithelfen oder auf die andere Seite von der Insel flüchten. Ja. Und dafür ist es halt verdammt lang, während man im Rennen wie in Frankfurt oder so
halt der durchgehend Zuschauer an der Strecke hat, ist das in Kona kaum der Fall. Also nur da, da kommt halt dann alles hin. Weil da sind halt Leute mit Fackeln. Bist, hast du einen schönen Vorsprung gehabt, Zeitcat, das etwas zu reflektieren. Dann hast du ja irgendwann so diesen Satz gesagt, beurteile dein Leben nicht nach den schlechten Tagen, sondern beurteile dein Leben nach den guten Tagen. Hast du, ist das irgendwie aus dir rausgeflattert? Hast du während dem Lauf die ganze Zeit dir irgendwie Gedanken darüber gemacht? Ich habe keine Ahnung, ja. Vor allen Dingen war das ja auch noch in Englisch. Und ja, das haben wir auch gewundert. Und zwar. Und das hat nachher auch noch Sinn gemacht. Ja, also wäre ich Fußballer, dann wäre es wahrscheinlich so, dass eine sechsköpfige Marketing-Crew vorher den Sieg im Falle, also im Falle eines Sieges mir den Spruch dann irgendwie mal noch so kurz reingehalten hätte als Vorlesekarte oder so. Keine Ahnung, wie ich zu so einer sinnvollen Äußerung noch imstande war, aber es kam wohl sehr gut an, weil viele Leute haben sich den, ich habe schon was weiß ich, wie viele Twitter-Bilder bekommen, die sich den Spruch da jetzt ausgedruckt haben und übers Bett gehängt haben. Das Schwimmen ist losgegangen. Lupus, dein Trainer, hat dann irgendwann mal gesagt, ja, eigentlich hat er erwartet, dass du etwas schneller schwimmst, aber die ersten sind, glaube ich, relativ schnell geschwommen. Boah, das ist gesagt, da muss ich mal mit ihm sprechen. Also das Schwimmen war eigentlich ziemlich gut, muss man sagen. Also für meine Verhältnisse war das wirklich sehr anständig. Ich bin zum Beispiel mit dem Fares aus dem Wasser gekommen, Luke McKenzie, sehr starke Gruppe. Mit Marino, also die Gruppe war Schick schon. Ich glaube. Genau, und James Kanama war noch in der Gruppe. Also, es war eigentlich echt eine gute Gruppe. Und gerade wenn man, wir haben es vorher angesprochen, so haben vor dem Rennen so ein bisschen dabei, sich zu fragen, ob es wohl gut wird. Und dann ist der Start umso wichtiger. Ja? Wenn man davor, sage ich mal, relativ selbstbewusst ist und der Start läuft dann schlecht, dann denkt man, naja. Die guten Disziplinen kommen noch, aber gerade wenn man am Zweifeln ist, ist dann natürlich ein guter Start umso wichtiger. Und das sorgt eigentlich eher, dass man sich noch mehr Druck macht fürs Schwimmen, ja? Weil man ja weiß, okay, das gibt dann so eine Spirale, die geht halt entweder aufwärts, wenn es gleich schon gut läuft, oder halt genau in die andere Richtung, wenn es gleich schon am Anfang schlecht läuft. Zum Glück ist es nach oben gegangen. Geht man dann in den Wettkampf nochmal irgendwie anders rein oder spielt es für dich keine Rolle, scheißegal, wer da jetzt tatsächlich da ist? Also es ist natürlich schon so, dass ich eigentlich schon mehr motiviert bin, wenn natürlich auch die absoluten Top-Jungs alle am Start sind. Aber genau deswegen ist eben Hawaii, sag ich mal, hat den Stellenwert, weil die Top-Jungs alle am Start sind und die sind auch alle in Top-Form oder probieren zumindest mal in Top-Form am Start zu sein. Ist das gesamte Team Finle, was auf Hawaii ist, oder hast du noch irgendwelche anderen? Nee, es sind schon noch einige mehr. Also, das Hawaii-Tor. Ich muss sagen, inzwischen bin ich echt in einer relativ komfortablen Lage. Das ist natürlich, also ich habe jetzt nicht meinen eigenen Mechaniker da dabei, aber gerade von Scott, die haben dann da Leute da und dann Physiotherapeut und so weiter. Also da sind schon einige Leute, die da mithelfen am Schluss. Macht man es immer allein, aber es ist ein extrem großes Team eigentlich von Nöten da. Wenn man der erste offizielle Sebastian Kienle Fanclub, den gibt es aber, ich glaube, den ist schon 10-jähriges Bestehen. Ja, es wundert mich auch, dass die das überlebt haben 10 Jahre lang, weil so wie die. Naja, Verrückte. Ja. Nee, die haben an der Heimatfront gekämpft und hatten wahrscheinlich da auch ganz gut ihren Spaß. Ja, du hast hier deinen Boliden hier speziell für dich konstruiert, glaube zum ersten Mal im Kraichgau dann gefahren. Du hast gerade schon gesagt, dass man schon was Besonderes ist, wenn so ein Rad speziell ja irgendwo auch auf dich hingeschnitten wird, obwohl ich glaube, man kann es auch kaufen, oder zwischenzeitlich? Ihr müsst es nicht kaufen. Man kann. Also man kann, man muss es nicht. 20.000 Euro kostet es übrigens, nicht ganz. Dann hebst du. Sonst muss ich noch Kredenz noch aufnehmen. Du hast also ein paar Besonderheiten drin. Einmal natürlich viel Wasser zum Bunkern. Ja, also gerade eben aus dem schon angesprochenen Grund, dass man nicht bei jeder Verpflegungsstelle unbedingt auch immer das kriegt, was man gern will. Ich sage mal, die Amis sagen immer, Kona ist eine Eating Competition.
Und das stimmt irgendwo natürlich auch ein bisschen, weil letztendlich diese lange Distanz, da entscheidet am Schluss, entscheiden eigentlich immer zwei Sachen. Also einmal, wie weit man überhaupt in der Lage ist, sich zu pushen, und ob irgendwann nicht mal der Gedanke, mein Gott, warum mache ich das eigentlich, dann Überhand gewinnt, und wie viel Energie man dann letztendlich ja, hat. Weil wie viel Liter kriegst du jetzt da runter? Vorne sind 700 Milliliter, dann in der Rahmenflasche sind nochmal 600 und hinten zweimal 750. Keine Ahnung. Mathelehrer? Irgendeiner? 2,5 Liter. Nach ungefähr, ich glaube, 3 Stunden, 6 Minuten bist du dann an die Spitze gefahren. Ja, ungefähr. Ist das, so ungefähr. Kommt dann so ein innerliches Chaga oder nimmt man das irgendwie hin? Bekommt man das mitgeteilt, dass die 3, also Startnummer 3 warst du am Start, jetzt die 1 ist? Man probiert nicht zu euphorisch zu werden, ja, weil das kann auch richtig wehtun. Also es gibt halt, und da gehöre ich auch oft eben dazu, die halt mit großem Juhu-Gebrüll halt nach vorne rennen in die erste Reihe und später dann halt eben mit fliegenden Fahnen halt auch untergehen. Und deswegen muss man das eben genau wie die Aggressivität eben auch die Euphorie so ein bisschen, sag ich mal, dosiert abgeben. Ja. So, also dann bist du irgendwann mit dem Radfahren fertig, 180 Kilometer sind da knapp über 180 Kilometer. Und ich sehe jetzt gerade hier ein kleiner Marienkäfer. Oh, ist der immer noch drauf. Ja. Also ist einer aus Holz, keine Sorge. Glücksbringer, Geschenk, orientieren, Geschichte. Nee, drum, eigentlich oder überhaupt nicht. Cipollino hat irgendwelche Frauen immer drauf gehabt, glaube ich. Ja, das. Eben, ja, aber der erinnert mich halt an meine Frau. Also, 180 Kilometer plus X vorbei, du fährst rein, die Welt jubelt. Dein Gefühl, Job getan, guter Job. Die Amerikaner haben es wahrscheinlich wieder geschrien. Nee, ich wusste, dass es jetzt eigentlich überhaupt erst losgeht, ja, weil ich sag mal, der Marathon ist eigentlich das wirklich Harte an der ganzen Geschichte. Also, wer mir ja beim Radfahren auch mal rollen lassen kann, ja, beim Laufen geht rollen lassen nicht ganz so gut, da fliegt man meistens hin. Also, es hat so aussehen, dass da eigentlich fast nichts passieren kann. So eine gewisse ja, Selbstsicherheit. Den Eindruck habe ich probiert zu erwecken, bei mir und bei allen anderen auch. Ja. Wo war der Punkt? Ja, schau. Also, ja. Da muss ich mal kurz was dazu sagen. Ist es ein Fake, oder? Ich habe ganz, ganz oft gesagt, wollt ihr wirklich das Bild so haben? Ja, also mir ist ja egal, aber ich habe da kein Problem damit. Es ist kein Fake. Aber ich denke immer noch, ich brauche irgendwie mal einen Klohersteller als Werber. Wo war der Punkt, wo du gewusst hast, jetzt ist das Ding durch? Kann man das irgendwie in Meter, wo dem Zielkanal deutsche Fahne... Wirklich erst nach der Palani Road, also das ist die Straße, die relativ steil runtergeht zum Ali Drive, das sind ungefähr, schätze ich mal, das geht so 1,5 Kilometer vor dem Ziel ist das. Und da, das wusste ich eigentlich so die letzte Hürde, weil es geht da relativ steil runter. Und zu dem Zeitpunkt ja, ist man halt nicht bergab mehr ganz so... Bergab ist nicht so gut, mit Ski ist besser mit bergab. Ist nicht mehr ganz so frisch, genau, die Skifahrer, die freuen sich, wenn es am Ende nochmal runtergeht, da kann man sich entspannen, bei uns ist es genau andersrum. Weil das nochmal so eine Belastung ist, wo halt auch die Muskulatur sehr krampfanfällig ist. Dann ins Ziel, Champion und alles, du bekommst das Ding aufgesetzt. Dir bekannte Menschen begegnen dir, du wälzt dich auf dem Boden. Wie geht es dann dort weiter? Ja, also man läuft durch diesen Zielkanal durch, also das erste hast du schon ganz gut zusammengefasst. Das Lustige ist auch wirklich, man steht dann da erstmal und weiß eigentlich gar nicht, was soll man jetzt eigentlich machen? Soll man irgendwie nochmal in die Menge salutieren? Oder dann habe ich natürlich erstmal gewartet auch auf die anderen zwei Jungs, wobei ich ja auch ein bisschen warten durfte. noch. Und weil ich sag mal, das ja schon ein bisschen unfreundlich ist, wenn man schon da anfängt, da irgendwelche Interviews zu geben im Ziel, während der zweite und der dritte jetzt noch nicht da ist. Also wann hattest du Kontakt zum Beispiel zu deinen Eltern?
recht spät, ich glaube erst dann in der Nacht nach dem Rennen. Das ist dann auch noch das Krasse, ja, weil die Nacht vor dem Rennen, klar, da schläft man jetzt nicht ganz so hervorragend. Wobei ich eigentlich verhältnismäßig, ich habe echt tatsächlich, glaube ich, 4-5 Stunden geschlafen. Aber die Nacht nach dem Rennen ist dann richtig krass, weil man ist natürlich so auf, also so aufgeladen einfach, ja, man kann einfach nicht richtig schlafen. Dann durch die Zeitverschiebung war es auch so, dass ich dann natürlich die ganzen deutschen Medien dann befriedigen durfte. Ja. Und dann habe ich halt eigentlich so die Nacht durch telefoniert und, glaube ich, erst morgens erst um 3 meine Eltern dann angerufen. Und dann habe ich auch noch 15 Minuten geschlafen oder so. Und dann kommt noch die Nacht von der Siegerehrung und das ist dann noch schlimmer, weil da muss man dann ja auch feiern. Und man weiß ja nie. Man muss. Ja, man der muss, weil man weiß. Der Triathlet muss feiern. Ja, weil man weiß ja kaputt. Nie, man weiß nie, ob das ja nochmal wiederkommt. Also will man das ja schon irgendwie auch feiern, muss man das feiern. Wenn man solche Sachen dann irgendwo mitbekommt über diese neue Popularität oder andere Popularität, wenn man es dann auch immer schön oder auch, du hast dich ja nach Hawaii erstmal, oder habt ihr euch etwas rausgenommen? Ja, aber ich muss sagen, dass die Art der, sag ich mal, Bekanntheit oder Popularität ja eigentlich eine relativ angenehme Bekanntheit ist. Also Paparazzis zählen nicht in meinem Garten und ich sag mal, bei uns im Ländle ist man ja auch relativ, sag ich mal, zurückhaltend, ja, also das ist eigentlich sehr angenehm. Sehr Kinder, vielen Dank, dass du da warst. Vielleicht letzte Frage, wie feierst du Weihnachten? Schon Weihnachtsgeschenke schon dran gedacht? Oder dran du gehst gedacht, jetzt erstmal nochmal nach Bahrain? Dran gedacht habe ich mal, aber ich habe einen Amazon Prime Account und der rettet mir an solchen Tagen dann doch mal den Arsch. Nee, im Gegenteil, ich gehe einkaufen in den Mühlacker und habe das Ding sofort da, ja. So sieht's aus.